Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Show. Wer weiß denn sowas? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel, viel Spaß. Wir werden auch weiterhin bis zum Ende dieses Spiels bei Elton sein, weil Elton uns offensichtlich richtig, richtig, richtig Glück, gute Kandidaten, gute Fragen bringt. Und wir werden heute mal mit der Luisa ins Rennen gehen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ratet sehr gerne mit und los geht's. Gegen? Er sieht doch aus wie Meister Proper, oder? Sag doch nicht. Meister, wie ging das mit dem Glanz? Irgendwas mit Glanz. Ach, irgendwas. Ich weiß den Jingle nicht mehr. Ich hab einen Kopf. Heute bei der Weißen Sowas, Bernhard Hoeker und Elton. Wir und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das sind wir wieder mit Wer weiß denn sowas? Wussten Sie eigentlich, dass man ein Blatt Papier maximal 7-mal falten kann? Ja. Aus. Ich freue mich auf unsere beiden Teams. Mickey-Baus, wir gucken mal, wie viele Menschen heute sich für euch entschieden haben, euch ihr Vertrauen schenken. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Zwölf Kategorien, 12 Fragen für jede richtige Antwort. 500 Euro plus 2 Publikumsjoker, einen für jedes Team. Und es geht los. Und die 12 Kategorien finden Sie auch heute wieder auf unserer Wand. Ich bin die gespannt. Die 12 Kategorien heute. Tierisch, tierisch. Clever. Die Insekten hatten wir auch schon mal. Total genial. Im Weltraum. Das Fragezeichen. Sport. Damals. Was bin ich? Einspruch. Neuheit. Und Insekten. Das Team, hinter dem sich mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Das sind welche wir. Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Also, wir haben heute keine grundsätzlich neuen Kategorien dabei, was ich sehr gut finde. Kategorie Insekten haben wir schon mal dabei gehabt. War, glaube ich, auch gar nicht so leicht, die Frage. Also, was nehmen wir denn? Total genial vielleicht? Wollen wir hier mit einer komm, lass uns mal mit einer total genial finde ich Lifehack-Frage starten. Wie lässt sich innerhalb von wenigen Sekunden ein Apfel schälen? A. Trockner und Tennissocken, B. Kartoffelschäler und Bohrmaschine oder C. Wasserkocher und Eiswürfel? Also ich bin der Meinung, ich hätte das schon mal in einem Video mit einem Kartoffelschäler und irgendwie einer Bohrmaschine gesehen, wie auf der Bohrmaschine der Apfel einfach aufgespießt wurde und dann der Schäler rangehalten wurde. Ich habe das tatsächlich aber immer eher für eine Verarschung gehalten. Aber ich könnte mir es tatsächlich vorstellen, auch wenn das so jetzt doch mal richtig überlegt, eigentlich sich total blödsinnig anhört. Aber andersrum, wie sollte Trockner und Tennissocken? Also ich meine, selbst wenn du den Apfel in die Tennissocke reinpackst und diesen Apfel-Tennissockenball in den Trockner, hätte ich glaube ich eher Angst, dass ich mir den Trockner kaputt mache, wenn so dieser harte Apfel dann irgendwie dagegen düngelt. Und ich wüsste auch nicht, ne, da hast du eher Apfelmus hinterher. Wasserkocher und Eiswürfel? I don't know. Könnt ihr euch jetzt mal nein, ich würde B, würde ich. Würd komm, wie nehmen das jetzt? Also, komm, ich wir wissen es nicht, wir können nur raten und ich glaube, wir raten mal B. Wir haben B eingeloggt. Auch wenn wir Gefahr laufen, dass es falsch ist. Wir werden es sofort überprüfen. Apfel schälen. Das kann für manche ganz schön mühselig werden. Deswegen schäle ich nicht. Einfacher geht es hiermit. Den ultimativen Dreh gibt es mit dem Bohrer. Wer am schält besten und Apfel? Einem dreckigen Aufsatz. Einfach Apfel drauf, Schäler dran halten und los geht's. Ich hätte ja Angst, in wenigen Sekunden dass ich mir die Bohrmaschine kaputt geschält. Mache. Das ist so ein Männerschälen. Inklusive. Oder? Und vor allem, guck mal, was sie sich für ein rostiges Ding ausgesucht hat. 500 Euro, die erste auf eurem Konto. Also, wenn Schatzi die Bohrmaschine entwendet, weiß es, könnte Apfelkuchen geben. Vielleicht. Nehmen wir Insekten? Entscheid du mal. Insekten.
nehmen wir. Was nutzen Hummeln laut jüngsten Erkenntnissen britischer Forscher aus, um effektiver Pollen und Nektar zu sammeln? A. Mechanische Rotationskräfte, B. Gleichmäßige Zentripetalkräfte oder C. elektrostatische Anziehungskräfte? Vielleicht elektrostatische Anziehungskräfte. Wie stehst die haben ja so viel Flaum, dass die Pollen... Rotation, da müsst ihr irgendetwas... Vielleicht etwas rotieren, am Pflaumen hängen bleiben. Ich weiß, dass die Flügel sich drehen, aber die rotieren nicht wirklich. Ich bin für C. Wie findest du C? Ich kann mir vorstellen, dass die irgendwie sich, die reiben sich mit den Flügeln oder irgendwas und dann sind die elektrisch statisch. Und dann es geht ja um Pollen. Pollen ist, haftet dann wahrscheinlich an so einem Aufgabe, so die Haare am Luftballon. Ja, genau so. Ich nehme C. Stell ich mir auch vor. Ihr nehmt C. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Dass sie sich einfach nicht dran nur rubbelt. Duft und Farbe einer Blume wirken anziehend auf Hummeln. Forscher der University of Bristol fanden heraus, dass sich der dichte Hummelpelz im Flug durch den Flügelschlag positiv auflädt. Geil! Negativ geladene Pollen der Blume bleiben somit geil am Pelz haften. Wie ausgeklügelt! Fliegt die Hummel weiter, werden die gesammelten Pollen umgepolt. So bleiben positive Pollen bei der nächsten negativ geladenen Blume dank elektrostatischer Anziehungskräfte haften. Ach. Am Spannungsfeld der Blüten können Hummeln sogar erkennen, welche Blüten vor kurzem bereits angeflogen wurden. Das verhindert zeitaufwendiges Anfliegen von bereits geleerten Nektarkelchen. Die Natur einfach nur... Die ersten 500 Euro von einem Konto. Oha! Wie geht's bei euch weiter? Ja, wie geht es bei uns weiter? Nicht mit Spannungsfeldern, sondern mit einem nächsten Feld der Wand. Und zwar werden wir vielleicht... lass uns tierisch-tierisch nehmen. Dann nehmen wir tierisch-tierisch. Okay. Warum frieren Enten nicht fest, wenn sie auf einer Eisfläche stehen? Sie haben Wärmetauscher in ihren Füßen. B. Sie laufen auf Luftkissen. Oder C. Sie haben oberflächenvergrößernde Noppen an den Sohlen. Oh, wie sieht denn so ein Entenfuß aus? Ist die Frage, latschen die über Eis? Also angenommen, sie tun es. Sie haben Wärmetauscher in ihren Füßen. Wärmetauscher. Also irgendwie muss der Fuß ja eine gewisse Wärme haben, weil sonst würde der Fuß ja abfrieren. So, ne? Aber normalerweise... Ach so... Sie laufen auf Luftkissen. Vielleicht? Sie haben oberflächenvergrößernde Noppen an den Sohlen. Bei Noppen könnte ich mir eher vorstellen, dass diese Noppen dann eher an der Eisfläche noch weiter fest heften. Wir werden hier jetzt mal das Publikum befragen. Ich bin irgendwie so ein bisschen für A. Ich kann mir aber tatsächlich nichts ganz und nichts Halbes vorstellen. Klar, wir haben könnt ihr euch jetzt mal alle irgendwie einen Entenfuß im Kopf. Aber wie das biologisch funktioniert, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, irgendjemand aus diesem Publikum wird bestimmt eine Doku gesehen haben. Gut, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Deswegen fragen wir... Wer weiß das? Pass auf, jetzt stehen keiner auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. Zeigen Sie sich mal. Ihr müsst euch entscheiden. Komm, du da hinten. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, es ist Antwort A. Das passt für mich am besten. Ihr habt euch da also, sehr sympathisch das, was wir auch auf so ein A bisschen geeinigt. Schon wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Auch wenn eine Ente stundenlang still auf dem Eis steht, friert sie nicht fest. Das liegt daran, dass sie schon eiskalte Füße hat. Ach so? Ihr natürliches Antifrostsystem kühlt die Füße durch die Blutzirkulation stetig herunter. Im Gegenstromprinzip wird das hinabfließende Blut aus der Arterie durch das zurückströmende Blut der Vene, die eng miteinander verbunden sind, abgekühlt. Auf dem Rückweg wird es wieder aufgewärmt. Dieser perfekte Wärmetauscher verhindert das Anfrieren und hält die Ente obenrum warm. Okay. Also 1000 Euro auf eurem Konto. Aber ich habe es falsch erklärt. So, wir machen wir weiter. Weil ich das Prinzip vom Wärmetauscher falsch erklärt habe. Neuheit ist bestimmt spannend. Neuheit ist echt schwer. Sollen wir einfach im Weltraum nehmen?
Hat mit Schwerkraft zu tun. Ja, richtig. Wir hätten gerne im Weltraum. Welches Kühlmittel kommt in natürlicher Art nicht auf der Erde vor, dafür aber auf dem Mars? Flüssiger Stickstoff? A. Trockeneis, B. Helium oder C. Ammoniak? Oh, Ammoniak. Eventuell B? Hm? Nee. Das glaube ich nicht. Ammoniak. Sag mal, könnte es A sein? Die Ammoniak sehen? Also es geht darum, dass es... Natürlich gibt es das, aus dem das Material, aus dem Trockeneis besteht. Das gibt es natürlich auch auf der Erde, aber nicht in der Form von Trockeneis. Das ist Trockeneis, weil das ist so sackenkalt. Das gibt's hier nicht. Überleg mal, es muss so kalt sein, dass das, was da gefriert, gefriert. Aber ist Ammoniak kalt? Ich bin für A. A ist eingeloggt. Aber ich meine, Trockeneis auf die richtige Antwort. Ist Eis und Salz, ne? Helium ist, nach Wasserstoff, das zweithäufigste Element im Universum. In der Tieftemperaturtechnik ist es unentbehrlich. Und als Erdgasbestandteil kommt es in natürlicher Art auf der Erde vor. Auch Ammoniak gibt es in Gas- oder Salzform auf unserem Planeten. Trockeneis ist gefrorenes Kohlendioxid. Das Gas ist Hauptbestandteil der Marsatmosphäre. Ich hab Salz gesagt, ne? Sogar seine Polkappen bestehen in Teilen aus Trockeneis. Auf der Erde muss es hingegen künstlich hergestellt werden. Zum einen wird es selten kalt genug, zum anderen ist einfach zu wenig Kohlendioxid in der Erdatmosphäre. 1000 Euro. Oh, das hätte ich auch nicht gewusst. Stimmt, Trockeneis ist CO2. Ich war bei falschem Eis. Wenn ich euch bitten darf, die nächste Kategorie aus. Okay, also. Tja, was nehmen wir denn? Was nehmen wir? Oh, komm, ich habe clever entdeckt. Dann nehmen wir clever. Okay. Gewürznelken können helfen, Zahnschmerzen. A. Fruchtfliegen vom Obst fernzuhalten, B. Kakao dickflüssiger zu machen oder C. Nagellack schneller zu trocknen. Jetzt kommen ja wieder skurrile Fragen. Also, Gewürznelken können helfen, Fruchtfliegen von Obst fernzuhalten. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil so eine Nelke ja doch auch schon einen gewissen Geruch verbreitet. Kakao dickflüssiger zu machen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und Nagellack schneller trocknen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also C schließe ich mal aus. Ich wäre jetzt für B. Ich bin für die Fruchtfliegen. Das glaube ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll, ne? Also Gewürznelken. Jeder von euch kennt ja so eine Nelke, vielleicht auch irgendwie vom Glühwein. So, da sind wir fast schon wieder beim Winter gedanklich. Aber ist ja nicht mehr lange hin. Und wenn das Jahr so weiter so überhaupt nicht in die Gänge kommt, sind wir auch sehr schnell. Können wir den Glühwein wieder auspacken im Sommer? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht Fruchtfliegen. Wobei, andererseits, wenn du so eine Nelke, also wie soll es funktionieren? Legst du die daneben oder stichst du es rein? Wir nehmen das jetzt. Ihr habt A eingeloggt und hier ist B die Lösung. Ist ja auch skurril. Die Knospen des Gewürznelkenbaums kommen ursprünglich aus Indonesien. Ihren besonderen Duft verdanken sie ihren ätherischen Ölen. Und legt man ein paar Gewürznelken neben die Obstschale, merken das sogar die Fruchtfliegen, die von den Druckstellen am Obst angezogen werden. Nelkenzaufen. Sie verfügen über ein außerordentlich empfindliches Riechorgan. Und der strenge Nelkengeruch ist einfach zu viel für die Fliegen. Sie verschwinden. Ich habe jetzt schon mehrere gute Sachen gelernt. Und 500 Euro dazu, wir sind bei 1500 Euro. Verhindert, dass Fliegen reinkommen, also ätherische Öle wirklich. Weiter geht's. Hm. Schwere Entscheidung. Sport vielleicht. Das ist schon relativ komplex. Neuheit ist bestimmt spannend. Neuheit ist echt schwer. Sollen wir einfach Einspruch nehmen? Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Wir hätten gerne Einspruch. Der Paragraph 1619 im bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtet A. zur Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr, B. Handwerker zum Ausziehen der Schuhe oder C. im Haushalt lebende Kinder dann zum ist es Aufräumen. A. Weil die anderen wäre beiden für dich B eine Möglichkeit. Gibt's nicht im BGB. B schließen wir aus. Sag mal, was sagst du zu A? Das klingt für mich Kinder total schlüssig. Kinder müssen aufräumen, steht im BGB. Wir nehmen A. Aber Nachtruhe gibt's. Ihr nehmt A. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Jetzt kommt's.
Das bürgerliche Gesetzbuch kümmert sich um die Angelegenheiten des privaten Rechts. Darunter fallen zum Beispiel das Sachenrecht und das Familienrecht. Letzteres regelt auch die Mitarbeit von Kindern im Haushalt. Was? Müll wegzubringen, aufzuräumen und sauber zu machen, führt immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Eltern und Kindern. Was? Aber Paragraph 1619 des BGB ist auf der Seite der Eltern. Solange das Kind dem elterlichen Hausstand angehört, ist es verpflichtet, in einer entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen Dienste Kleiner zu Franz leisten hat gegen das BGB verstoßen. Was? Oh mein Gott, lass das bloß keine Eltern hören. Das ist das Totschlagargument. Es bleibt bei alle Eltern jetzt, BGB, gut. So, ihr seid dran. Ja, alle Eltern schreiben sich, gut, so, das werde ich jetzt nächstes Wochenende, wenn nicht aufgeräumt wird, werde ich jetzt meinem Kind diesen Paragraphen vorlesen und wenn nicht, dann werde ich es zur Anzeige bringen. Oh mein Gott, aber warum? Ich meine, also darauf komme ich jetzt gerade nicht klar. Ich meine, warum wird sowas festgehalten? Ich meine, Kinder, das heißt ja, also ist das, also... Ist das überhaupt heutzutage noch zulässig? Weil, selbst wenn es da drin geregelt ist, gut, schön und gut, aber was ist denn jetzt die Umkehrkonsequenz? Ein Regelverstoß hieße ja, Kind räumt nicht auf. Aber kann dieses Kind denn dann belangt werden? Was ist denn dann die Folge daraus? Weil, laut Gesetz ist ein Kind, sonst würdest du es ja nicht Kind nennen, also noch minderjährig, ein Schutzbefohlener und damit eigentlich auch nicht rechtlich belangbar. Damit ist dieser Paragraph völlig fürs Poloch. Vielleicht musste das irgendwie voll werden, gibt es da noch mehr so eine Füllwörter? Kann mir das irgendein Jurist von euch darunter irgendwie erklären? Das interessiert mich wirklich. Aber gut, jetzt sind wir dran. Und nochmal zu diesen ätherischen Ölen, die Frage mit den Nelken. Sehr spannend, ich habe es mir hier auf meine Zettel aufgeschrieben zur Vanille für die Psyche aus der letzten Folge, vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Ich habe tatsächlich in diesem Spiel ja auch gelernt, dass Minze durch die ätherischen Öle, da haben wir es schon wieder, an Fensterbrettern zum Beispiel Fliegen verhindern soll. Und seitdem ich das gehört habe, weil ich wohne jetzt nicht so hoch und ich habe tatsächlich des Öfteren immer mal wieder, wenn es so ein bisschen wärmer wird, die letzten Jahre, immer mal wieder so eine Mauerritzenfliege abgefangen, die ich unfassbar nervig finde, weil sie sind laut, sie sind halt einfach fett und hässlich und ja, jetzt kein Shaming der Fliegen hier. Und wenn die sich hinsetzen, hast du das Gefühl, immer irgendwie so ein Fliegeschiss irgendwo, wo er nicht sein soll. Das finde ich einfach so, ne? Und ich habe tatsächlich jetzt immer irgendwie auf den Fensterbrettern unter der Balkontür einen Minztopf zu stehen und ich bin sehr gespannt, ob das was bringt. Ich werde das mit den Nelken jetzt auch ausprobieren. So, aber jetzt gehen wir nach ein wenig drumherum Laberababern zur nächsten Frage. Und Fragezeichen, was bin ich? Neuheit? Komm, was bin ich? Ja, nein. Neuheit? Das klingt eigentlich ganz gut. Welche Erfindung kann in trockenen Gebieten eingesetzt werden, um Wasser zu gewinnen? A. Wolkenstecher, B. Nebelfänger oder C. Tausauger? So, jetzt müsste man so ein bisschen fantasieren, wie dieses Gerät aussehen und wie es letztendlich funktionieren könnte. Ein Wolkenstecher. In trockenen Gebieten, das muss ja theoretisch... Also, ich habe ein Bild vor Augen. Das muss theoretisch vielleicht einfach nur ein richtig, richtig, richtig langer Stab, siehst du, da hängt mir auch ein Haar, sein, der einfach bis in eine Sphäre hochreicht, wo Wolken sind. Weil in der Wolke hast du ja Wasser. Jetzt werden sich einige sagen, aber wie kommt das Wasser da runter? Das ist so dieses Prinzip. Wie erkläre ich euch das? Wenn ihr, das ist jetzt ein Trick, den ich aus bei der Ausbildung im Bereich Chemie kenne. Und zwar, wenn ihr irgendwas rauskippen wollt, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil hier drunter Technik liegt und Tisch ist. Also, wenn ihr was rauskippen wollt und das plempert irgendwie so breit. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Gibt es halt einen Trick aus der Chemie. Wenn du was punktuell ausgießen willst, dann nimmst du irgendwie ein Rohr und gießt das daran entlang. Und umgekehrt könnte ich mir diesen Wolkenstecher auch so vorstellen, du hast halt hier ist jetzt die Wolke, so ran, dass das Wasser dann zielgerichtet hier runterfließt. Wäre jetzt so eine Idee. Nebelfänger.
Nebel ist ja eher eine Wahrscheinlichkeit, also die jetzt nicht so oft eintritt. Finde ich auch schwierig. Also Wolken hast du schon eher als Nebel und Tau. Tausauger, das stelle ich mir auch kompliziert vor. Ich bin irgendwie für A. Ich bin tatsächlich sehr für A. Ja, nein. Weil ich meine, Nebelfänger. Klar, alle drei Sachen sind vielleicht durchaus realisierbar. Aber du musst ja, wenn du sowas baust, in trockenen Gebieten. Aber in trockenen Gebieten, gibt es in trockenen Gebieten Wolken? Das ist wieder die Frage. Das ist wieder die nächste Frage. Gibt es da überhaupt Wolken? Weil ich gehe jetzt davon aus, dass es die gibt. Aber eigentlich gibt es Wolken ja nur aus diesem Kreislauf. Also wenn es irgendwo ja schon Wasser gibt. Aber woher kommt sonst Nebel? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habe ich mich selber ausgenockt. Wir nehmen jetzt einfach A. Ich nehme A. Aber jetzt habe ich mich selber verwirrt. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. An der Küste vor der peruanischen Hauptstadt Lima herrscht aufgrund der geografischen Lage Wassermangel. Daher haben Biologen 2006 ein Projekt initiiert. Das wird was anderes sein. Und zwar sein. Eine Wassergewinnung aus Nebel, der sich über die Hügel der Stadt legt. Berge! Die sogenannten Nebelfänger sind 8x4 Meter groß und bestehen aus einer Textilstruktur aus Polymerfasern. Der Nebel kondensiert am Netz, wird beim Abtropfen in einer Aluminiumrinne aufgefangen und in Sammelbehälter gelagert. So können hier mit den Nebelfängern jeden Winter 10.000 Liter Wasser gewonnen werden. Hört sich formal sehr viel an, aber die Frage, wie reicht das? Es bleibt bei 1.500. Was kannst du mit 10.000 Litern anfangen? Ne? So, also weiter gehen 10.000 wir. Insgesamt oder pro Fänger? Was hältst du von Was bin ich? Das ist ja totale Lotterie. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen. Das ist keine Lotterie. Wer im Moment mein Favorit? Das Fragezeichen, bitte. Beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen erhöht die Sicherheit, hat aber Forschern zufolge den Nachteil, dass der Träger A. weniger Frauen kennenlernt, was? B. bereit ist, höhere Risiken einzugehen oder C. häufiger Opfer eines Fahrraddiebstahls wird. Ich kann mir B. vorstellen, weil du denkst, du bist dann geschützt. Mal, fällt dir zu B. was ein? Dass das subjektive Gefühl von Sicherheit vermittelt, man dann riskanter fährt, als man das eigentlich sollte. Ja. Oder denkt, Auto, du kannst mich mal, ich habe Plastik auf dem Kopf. Ja, genau so. Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Wir nehmen B. Ihr entscheidet psychologisch euch gedacht, ja. B. So, hier kommt die richtige Lösung. Britische Forscher der University of Bath fanden jüngst heraus, erwachsene Menschen, die Fahrradhelme tragen, neigen zu riskanteren Entscheidungen, sogar dann, wenn das Schutzutensil eigentlich völlig überflüssig ist. Dies zeigt, dass Menschen, die sich geschützt fühlen, generell leichtsinniger werden. Da kenne ich noch ein anderes Beispiel. Ein sehr aktuelles. 1.500 Euro auf eurem Konto. Wir haben noch 4 Kategorien. Das ist ja letztendlich genau das gleiche wie in der aktuellen Lage mit dem Mundschutz. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, vielleicht habt ihr das auch selber an euch schon bemerkt, dass man normalerweise ja schon irgendwie sehr, also bei mir persönlich ist das so, man hat doch schon sehr verinnerlicht, dass man irgendwie Abstand halten soll und aufpassen soll, wenn man bei Leuten in der Nähe steht. Aber ich habe doch den Eindruck, so wie du irgendwie tatsächlich auch, also wenn ich jetzt draußen an der Ampel zum Beispiel stehe und keinen Mundschutz aufhabe, weil ich draußen an der frischen Luft bin und dort kein Mundschutz zu tragen ist, versucht man dann doch ein bisschen mehr von anderen Menschen sich wegzubewegen. Aber wenn ich jetzt überlege, ab dem Moment, wenn ich mir einen Mundschutz aufsetze, habe ich doch den Eindruck, ich fühle mich geschützter und bewege mich dann mehr an Menschen ran. Also sprich, bin da so ein bisschen gefahrfreudiger. Ich glaube, das ist so ein generelles psychologisches Ding, immer wenn man glaubt, man ist so ein bisschen mehr safe, riskiert man etwas mehr. Da gibt es bestimmt auch eine psychologische Bezeichnung für dieses Verhalten. Sicherlich. Und das gibt es bestimmt auch in vielen verschiedenen Bereichen des Lebens, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja bestimmt auch finanziell, ne? Also kannst du, glaube ich, ganz viele Bereiche packen. So, was bin ich? Komm, was bin ich? Wollte ich ja vorhin schon nehmen. Ein Gurkenflieger. Ist ein A. Flugzeug, das besonders unruhig fliegt, B. Fahrzeug, das zur Gurkenernte eingesetzt wird oder C. Insekt, das aussieht wie eine fliegende Gurke. Also, Intuition war ja ein Tier.
Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Vielleicht habe ich sowas ja schon mal gehört. Vielleicht, weil, keine Ahnung, vielleicht ist es irgendein... Also, angenommen, es ist ein Tier. Was könnte das für ein Insekt sein? Irgendwas Grünes vielleicht. Also, das... Irgendwas Grünes und Langes. Was fliegen kann, ne? Also, Flugzeug, das besonders unruhig fliegt. Möglich. Was guckst du denn heute so rum? So, ne? Ein Fahrzeug, das zur Gurkenernte eingesetzt wird. Das kann natürlich auch... Also, wie läuft die Gurkenernte ab, ist jetzt die Frage. Wachsen nicht alle Gurken unter der Erde oder auf der Erde? Siehst du, das weiß ich noch nicht mal. Ist vielleicht so ein Gerät, was drüber... Ich habe keine Ahnung. Ich bin für Insekt. Ich glaube, es ist C. Ja. Und deswegen nehmen wir C. Ich bin irgendwie... Das war meine Intuition. Ja, wir hören jetzt mal auf bei der Intuition. Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Gott, das ist bestimmt falsch. Ja, es ein ist das Gerät. Ach, leck mich. Ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das zur Gurkenernte eingesetzt wird. Es besteht aus einem Traktor, an dem an beiden Seiten bis zu 15 Meter lange, tragflächige Plattformen angebracht sind. Diese sind ja Leute. Schweben in etwa 30 Zentimeter Höhe über dem Boden. Auf den Tragflächen liegen die Erntehelfer auf dem Bauch und pflücken die Gurken per Hand. Wie sieht's lustig aus? Aber ich glaube, Spargel oder sowas erntest du doch genauso, oder? Es bleibt bei 1500 Euro. Irgendwie so drüber? Ach, lustig. Ja, gut. Drei Kategorien haben wir noch. Das war auch in einer engen Wahl. Ich bin für, wie ticken wir? Es wird eng, was ne? denkst du? Das ist Psychologie. Wir könnten heute verlieren. Wie ticken wir? Nehmen wir. Gott. Über den Cheerleader-Effekt freut sich derjenige, der A. Flüchtigkeitsfehler macht, die in der Summe nicht auffallen, nur aufgrund seiner Attraktivität als schlau angesehen wird, oder C. unscheinbar wirkt und mit einer großen Gruppe feiern geht. Was hältst denn du von B? Das schließe ich aus. Vielleicht? Antwort A. So. Ich meine, das hätte ich sogar mal gelesen. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Hier ist die Lösung. Keine Ahnung. Cheerleader. Alleine nicht schlecht. Doch im Team erst richtig gut. Kalifornische Psychologen untersuchten den Cheerleader-Effekt. Dieser besagt, dass eine normal aussehende Person ansprechender wirkt, wenn man sie in einer attraktiven Gruppe sieht. Die Forscher fanden heraus, unser visuelles System verarbeitet eine Gruppe von Individuen als eine große Einheit. In der Masse werden einzelne durchschnittliche Attribute von den attraktiveren Merkmalen der anderen aufgewertet. Was für ein oberflächlicher... Scheiß, Euro. So. Da versagt gleich komplett die ganze Stimme. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Weil was soll uns diese Antwort vermitteln? Stell dich nie zwischen hässliche Leute. Das ist ja auch schon wieder so. Also ja, braucht ihr nicht wissen, wie ich dazu stehe, zu dieser Meinung. Also hatten wir nicht gerade schon mal Sport und damals als letzte beiden Kategorien übrig? Ja gut, also es wird wahrscheinlich dann wieder so ein psychologischer Effekt sein. Aber ich meine, was hübsch und attraktiv ist, das liegt ja auch wieder... Es ist ja wieder eine Sache des Geschmacks, ne? Genauso wie Leute zu mögen oder nicht zu mögen. YouTuber zu feiern oder nicht zu feiern, das ist alles Geschmackssache. Die einen findet man gut, die anderen findet man extrem scheiße. Das ist alles irgendwie so eine Geschmackssache. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Auch das ist Geschmackssache. So, also... Was gab... Der allererste Münzautomat Kaugummi? Aus A. Kaugummis, B. Weihwasser, C. Fahrscheine. Ich könnte mir ja fast... Aber so ein Weihwasser, so in so einer Dose, so Weihwasser to go. Man kennt's. So an den Stellen, wenn du so denkst, oh, jetzt müsste ich aber hier noch mal irgendwas von mir geben. Ich bin fast für Kaugummis. Ich bin, also... Also gerade war meine Intuition mit diesem Gurkenflieger ja schon falsch, aber ich habe es gesagt, bevor eine Antwort da stand. So, der allererste Münzautomat. Wann könnte das gewesen sein? Fangen wir doch mal so an. Und wie könnte er ausgesehen haben? Andersrum. Ich glaube, Fahrscheine gab es ganz, ganz, ganz lange
eher über direkte Ticketausgabe Menschen, die so richtig rumgelaufen sind mit so einer Art Bauchladen und die dann so eine einzelnen... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? ...draufdrücken konnte und die einzelnen Münzen dann rauskamen oder hast du einfach auf Papier bekommen. Ich glaube, vorher gab es tatsächlich schon andere Sachen. Weihwasser to go, das kann ich mir am allerwenigsten vorstellen, weil du musst ja irgendwie, das kann ja nur in der Dose oder sowas sein und dieses Automatengerät, was überhaupt so einen Mechanismus hat, was dann irgendwie entsprechend sowas greift, runtergibt, dass es ganz ist, musst du ja erstmal konzipieren. Beim Kaugummiautomaten glaube ich, diese Dinger zum Drehen. Einfach diese Dinger, du gibst eine Mütze rein, drehst, unten kommt's raus. Ganz einfaches, simples Prinzip. Fahrscheinautomat, der ist ja auch schon wieder viel zu kompliziert. Also, alleine von der Entwicklung her, ich bin für... Ich persönlich wäre ein bisschen für A, habe keine Ahnung warum. Diese Runden. Früher gab es, glaube ich, diese runden Kaugummis. Wir nehmen A. Ich A bin ist für eingeloggt. Kaugummis. Ich glaube, das war ein Hit, dass Kinder sich Kaugummi kaufen konnten. Im antiken Griechenland, im 1. Jahrhundert nach Christus, lebte Heron von Alexandria. Er hatte doch keinen Automaten. Ein Mathematiker und begnadeter Tüftler. Er entwickelte einen Automaten, in dem man eine Drachmenmünze einwerfen musste. Diese setzte einen Hebel in Bewegung, der in ein zweites Gefäß führte und dort einen Abflussdeckel anhob. So konnte schließlich ein wenig Flüssigkeit abfließen. Aus dem Abfluss. Es handelte sich dabei um den ersten Weihwasser. Aus dem Abfluss. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Ihr habt es so, gehört. Bei 1500 Euro. Weihwasser kommt aus dem Abfluss. So, letzte Kategorie für euch. Das wird mein Titel. Weihwasser aus dem Abfluss. Oh, da sehe ich jetzt schon wieder alle, die mich haten. Wer als Brasilianer an den Olympischen Spielen 1932 in Los Angeles teilnehmen wollte, der musste A. sich auf einem Frachter für Dingeln und Kaffeebohnen verkaufen, B. durch den Panama-Kanal schwimmen oder C. anschließend auch an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Wie stehst du zu A? Verkaufen? Kaffee? Emotional bin ich dem A gegenüber jetzt irgendwie auch offen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wäre B möglich? B würde ich ausschließen. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Hier ist die richtige Antwort. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise nahmen 1932 nur 4 Nationen an den Olympischen Spielen in Los Angeles teil, darunter auch die Brasilianer. Die gebeutelte Regierung entschied, dass jeder Athlet seine Teilnahmegebühr selber verdienen musste. Die 82-köpfige Delegation wurde mit 50.000 Säcken Kaffeebohnen in einen Frachter gesteckt und musste die Bohnen auf dem Weg nach Los Angeles abverkaufen. Als man in den Staaten ankam, reichte das Geld immer noch nicht für alle, um teilzunehmen. 15 Brasilianer blieben an Bord. Die anderen konnten keine einzige Medaille holen, aber waren die Gewinner der Herzen. 15 Brasilianer! Ihr seid bei 2000 Euro. Es ist ein Arbeitstag gewesen, es ist spät. Wir schauen auf den Zwischenstand vor der Entscheidung. Das Team Bernhard, ihr seid bei 2000 Euro. Das Team Elton, 1500 Euro. Die Mistversuchung ist taktisch. Die Masterfrage wird es auch heute wieder entscheiden. Denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Physik. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz tätigen. Ich werde, glaube ich, trotzdem nur einen Euro setzen. Ja, ja, ich weiß. Aber wenn die jetzt all in geht und wenn die gewinnen, weißt du, kriege ich 4.000. Ach so. Ah, wobei... Stimmt, wir könnten ja auch nur maximal 3.000 gewinnen. Und dann vielleicht 1.125? Ihr habt eure Einsätze getätigt. Was tue ich? Wir werden heute verlieren. Dann kommen wir jetzt. Ich hab das im Urin. Zur Masterfrage. Den der Turmfalke dann sehen kann. Welche Farben liegen im Regenbogen am weitesten auseinander? A. Orange und Grün. B. Gelb und Hellblau. Oder C. Rot und Violett. Die Zeit läuft. Ich glaube Rot jetzt. Und Violett, weil... Prisma. Ich glaube, Rot und Violett liegen jeweils komplett außen. Weil Rot ist ja eigentlich irgendwie eine langwellige Farbe und Violett kurzwellig. Und du hast ja im Prisma...
Ja, ich glaube, Orange und Grün sind relativ dicht beieinander. Gelb und Hellblau vielleicht auch. Wir schauen, was ihr gesetzt habt. Okay, komm. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, beide Teams haben ihren Tipp abgegeben. Und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort B. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort C. Für Rot und Violett. Schauen wir auf die Auflösung. Die Farben des Regenbogens sind Rot, Orange, Gelb, Grün, Violett und vorher kommt noch Blau. Antwort C ist richtig. Ja! Das bedeutet, dass Team Elton gewinnt. Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war Wer weiß denn sowas für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.